Klaus Matteks Schatzkammer. Zu jedem Stück Holz kann er eine ganze Lebensgeschichte erzählen. Manchen Wurzeln und Baumstücken hat er sogar Namen gegeben. Seit 3 Jahrzehnten erforscht der Physiker, warum jeder Baum eine andere Gestalt hat und wie es die Bäume schaffen, ihr Gewicht zu tragen und sogar starken Stürmen zu trotzen. Das Geheimnis, sie scheinen zu fühlen, wie sie wachsen müssen. Der Baum misst. Hier habe ich lokal hohe Spannung, da hat also Mechanosensoren, sonst würde es nicht gehen. Und lager dann an dieser Stelle verdickte Jahresringe an, solange bis die Spannung wieder vergleichmäßig ist. Der Stamm direkt über der Erde brachte Klaus Matteck zu einer bahnbrechenden Erkenntnis. Wie Bäume diesen Bereich optimieren, lässt sich mit einfachen geometrischen Mitteln nachmachen. Und so funktioniert's. Hier ist die Erdoberfläche, wenn hier ein Baum drüber steht, so, da hat er hier eine scharfe Ecke, also im Prinzip auch eine Kerbe, eine Sollbruchstelle. Die Ingenieure haben bisher diese Kerbe ausgerundet mit einem Viertelkreis und haben aber immer noch hier eine Kerbspannung. Und der Baum macht jetzt folgenden Trick. Die Bäume überbrücken diesen Viertelkreis jetzt mit einem symmetrischen Dreieck. Dann wieder symmetrisch überbrücken und wieder symmetrisch überbrücken. Dann runden wir das aus und haben die Kontur der Zugdreiecke, eine Universalform in der Natur. Denn sie kommt überall vor. Bei Bäumen, Knochen, auch in der unbelebten Natur sind die Zugdreiecke zu finden. Wie bei diesem bizarren Gebilde aus Lehm und Kies. Selbst der Zuckerhut in Brasilien ist nach diesem Prinzip geformt. Was die Forscher verblüffte, sogar eine Kette nimmt die Form der Zugdreiecke an, wenn man an ihrem oberen Ende zieht. Zugdreiecke sind einfach überall. Die Formoptimierung nach dem Vorbild der Bäume wurde bisher aufwendig im Computer berechnet. Klaus Matteck hat das Prinzip der Zugdreiecke in eine Universalformel gefasst. Damit lassen sich nun Bauteile ohne großen Rechenaufwand in die optimale Form bringen. Das spart Zeit und Geld. Medizinische Schrauben, Komponenten für Autos, Maschinen und auch Gussbauteile für viele Gebrauchsgüter haben die Biomechaniker schon mit ihrer neuen Methode verbessert. Dieses Bauteil brach immer an derselben Stelle. Nach dem Prinzip der Zugdreiecke optimiert, hält es 40 Mal so lange wie zuvor. Durch eine winzige Formveränderung mit großer Wirkung. Früher hat man jede Kerbe rechnen müssen. Heute sagen wir, hier ist die Kerbe, so viel Platz hast du. Und mit Mausklick im CAD-System hat man die optimierte Kerbform drin. Hier sind übrigens auch die Zugdreiecke zwischen Daumen und Zeigefinger in sehr guter Näherung. Zehntausende Bäume überall in der Welt hat Klaus Matteck erforscht. Eines weiß er genau. All ihre Geheimnisse kennt selbst er noch nicht.